So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Warzone Lobbys morgens um 7 Uhr. Wir haben tatsächlich 7.16 Uhr. Ja, der obligatorische, ich zeige es euch. Hier, 7.16 Uhr. Und wir schauen jetzt mal zu und gucken, wo wir landen. Okay, Level 1. What the fuck? Okay. Es ist entweder ein Hacker oder ich weiß nicht, was für ein Glück wir haben, dass wir so einem zuschauen. Nein. Nein, 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 er ist kein Hacker. Level 1. Scarf Shade. Alright. Das wird interessant. Ich habe hier meinen Kaffee nebenbei. Bin jetzt mal gespannt, wie die hier fighten werden. Hä? Wo waren der Gegner? Ah, da. Ja, ja, ja. Nein. Oh, wie unlucky. Aber auch Level 29. Ja, morgen sind die Lobbys sehr, sehr gut tatsächlich. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ein Kill mit der MAC-10 und der M16. So langsam wurden ja jetzt die ersten Tests auch schon von den ganzen Time-to-Kill und den neuen Waffen analysiert. MAC-10 bin ich immer noch kein Fan von, ne? War bestimmt seine erste Runde. Imagine einfach. Der hätte fast den ersten Kill geholt. Es war ein Knossi. Sagen wir, wie es ist. Es war ein Knossi. Moin, Freshy. Was ist ein Gate? Ja, für die YouTube-Zuschauer muss ich ganz kurz einen Sub vorlesen. Und zwar hat der Echo Teen TV einen frischen Sub dagelassen. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. An die YouTube-Zuschauer, wenn ihr bei Twitch auch mal reinluschern wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt und euch das Ganze gefällt, würde ich mich da auch drüber freuen. Wir sind nämlich kurz vor den 1000. Wer das auf YouTube liest und nicht live, ist doof. Ach, Mist, Digga. Ich bin mal gespannt. Also, grundsätzlich, eigentlich hat man morgens früh auch gut und gerne mal einen Hacker drin. Wäre natürlich nice, wenn wir das jetzt ohne Cheater hier durchziehen. Weil ich finde immer, also ich finde immer langweilig, wenn man so einen Cheater hat, der nichts kann. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich immer ein bisschen lame. Okay. Wenn Hacker, dann schon einer, der so 50 Kills macht. Wisst ihr, was ich meine? Soll ich den Chat mal ein bisschen weiter nach oben packen? Vielleicht hier so hin? Oh, Digga, was? Hat der gerade nach oben geguckt? Moin, Kalle. Gleiche Lobby. Also, was ist das für ein Gunfight? Was sehe ich hier gerade, Digga? Was sehe ich hier? Hä? Was war denn das, Digga? Level 13? Hallo? What? DSFG. What the fuck? Okay. Aber das Problem ist immer... Oder was heißt das Problem? Morgens ist ja... Also früh morgens finde ich das Skill-Based Matchmaking immer noch am besten. Also du hast halt solche Kevins dann am Anfang. Aber es gibt in dieser Lobby auch mindestens 3 oder 4, 5 richtige Geeks. Und dann musst du... Hast du halt manchmal nice Gunfights, so wie den jetzt. In der Theorie, aber du kannst halt nicht so mega easy eine Runde mal eben so gewinnen, weil auf jeden Fall auch noch ein richtiger Nerd in diesem Spiel drin ist. Pass auf, pass auf. Das wird noch kommen. Wir werden safe noch einen krassen Spieler sehen. Ich weiß nicht genau wann, aber ich wette, wir werden noch einen guten Spieler sehen, weil das ist immer so morgens. Man hat viele Losties, aber auch richtig krasse Spieler. Halt einfach, weil wenig Leute in der EU gerade zocken. Weißt du? Gibt ja auch Leute, die gehen arbeiten, was ja völlig verloren ist. Um die Uhrzeit. Hat aber gerade gute Shots connected, ne? Ist auf jeden Fall ein Maus- und Keyboard-Spieler. Finde ich, sieht man vom Movement. Er macht kein Kansas Light. Okay. Schön vorsichtig die Tür geöffnet. Und jetzt wird erstmal hier ein bisschen gejoggt. Schön ab nach oben. Okay. Also er ist schon ein bisschen komisch, finde ich. So, sein Movement kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen irgendwie.
Irgendwie ein bisschen komisch, oder? Die Boden-M16 ist schon die beste Waffe, ja. Jetzt hat er 10k, kann sich Loadout holen. Nein, oh, ich dachte, er choked es. Ja, er ist wirklich immer, er ist viel zu früh, er pennt immer so kurz weg. Auf jeden Fall interessant, wie er das spielt. Vor allem, vor dem Haus, wo er gerade steht, war ja gerade eben noch oben einer. Ich werde da ein bisschen, nein, wir machen das nicht mit dem hinlegen, Bro. Du musst doch nur zum Shop gehen und dir dein Loadout holen. Was sehen meine Ohren hier gerade? Bro. Ja, er nimmt das Spiel so ernst, Alter. Er fliegt erstmal eine fucking Aufklärungsdrohne. Ach, Digga. Was tust du denn? Ja, und jetzt? Der kriegt so Panik da unten. Hallo? Jungs? Schieß doch bitte! Mach die Drohne doch bitte kaputt einfach! Hallo? Was habe ich gerade gesehen? Hallo? Wenn er den jetzt nicht killt, ne? Okay, aber seine Shots. Ja, mit C4 ist das Teil wirklich geil, da gebe ich dir recht. Okay. Aber der ist jetzt noch nicht sus, oder? Oder würdet ihr schon sus sagen? Den hat er auf jeden Fall nicht. Den sieht er nicht da hinten, den Gegner. Die Shots passen null zum Movement, finde ich nämlich auch. Da hinten war gerade ein Gegner, den hat er aber scheinbar nicht gesehen. Aber muss ich sagen, so vom Movement her. Und bei seinem Namen ist auch kurz nur sein Kopf aus seiner Tastatur geknallt, glaube ich. Schau mal ganz kurz. Ich guck mal kurz, ob ich ihn tracken kann. Ich weiß ja nicht. Dann ist es aber wieder so ein Scheiß-Hacker, Digga, der so übertrieben schlecht ist. Wow. Boah, das wäre aber traurig, wenn er wirklich anhaben würde. Das wäre ja so traurig. Er hat die letzten 7 Tage eine 1,52er KD-Chat. Er hat eine 1,52er KD die letzten 7 Tage. Das sind seine Stats. Wenn der anhat, dann habe ich wirklich alles gesehen. Dann, wenn der Typ anhat, dann habe ich wirklich alles gesehen. Er wird nicht mal erster, Chat. Er wird nicht mal erster. Oh mein Gott. Nein, das kann nicht sein. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Prost. Im 16 Meter zurück, ja. Moin, Gulasch, was geht? Also, kurz zur Erklärung, was mein großes Problem mit dem Gegner gerade ist. Er holt sich kein Loadout. Er ist Level 13. Er hat sehr schlechtes Movement. Ich denke mal, das könnt ihr alle bestätigen. Dafür hat er aber in den Gunfights unfassbar gute Shots. Und das ist einfach übertrieben sus. Und der Chat stimmt mir aber, glaube ich, auch zu, dass das irgendwie nicht so normal war, was wir gerade gesehen haben, oder? Und das große Problem ist, dass er eine 1,52er KD hat. Dann müssen wir uns mal kurz drüber nachdenken, was der für eine normale KD haben würde. Level 13 einfach. Mit der KSP wild.
Jetzt holt er, nimmt er sich auch nicht den, den Truck mit, okay. Gerade in Solos Truck eigentlich extrem nice. Oh, Mittelohrentzündung hatte ich als Kind immer oft, Gulasch. Gute Besserung. Gute, gute Besserung. 39 Leute nur noch. Hallo, hallo. Oh, wait. Okay, wir sind schon relativ lange dabei. Ich dachte gerade irgendwie erst zweite Zone. Erste Zone. Viel Spaß mit. Jetzt sehen wir hier gerade eine Verfolgungsjagd. Es bleibt spannend. Oh, fuck. Falsch, das wollte ich machen. Wer wird das jetzt hier, also wie geht das jetzt weiter? Schmichi Alert kommt gleich nach der Runde. Jetzt! Okay, also ich denke mal, die Frage hat sich jetzt geklärt. Das ist ja albern. Das ist ja wirklich albern. Das ist ja wirklich albern. By the way, habe ich gerade gesagt, dass er sich sein Loadout nicht genommen hat, aber das ist ja völliger Blödsinn, den ich da gelabert habe, weil er hat ja gar kein Loadout mit Level 13. Ah ja, Maiden nicht vergessen. Und die Zuschauer bei YouTube können ja auch gerne mal ihre Meinung reinschreiben, ob das jetzt ein Hacker ist oder nicht. Aber, also, das ist ja schon eindeutig, oder? Das ist ja schon eindeutig. Und er ist so schlecht. Nein, 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 nein. Du legst nicht die C58 für die MP5, ja. Ich war. Da wäre ich jetzt aber auch, hätte jetzt auch einen Schlaganfall bekommen, glaube ich. Na, ich finde das auch nicht so geil, Lukas. Aber schon mal, haut mal ein Herz in den Chat für Schmichi. Vielen, vielen Dank. Nein, er bleibt hängen. für den Resub im zweiten Monat mit Prime. Gleich kommt auch nochmal richtig der Alert nach der Runde. Aber weil der Alert halt Copyright-Musik ist und ich das Uncut auf dem YouTube-Kanal hochlade, sind die Alerts während der Runde immer aus. Moin Gamer. Oder vielleicht auch seine erste Runde mit Hex. Oder er ist wirklich einfach, vielleicht hat er Potenzial zum schlechtesten Cheater aller Zeiten ernannt zu werden. Würdet ihr schon so weit gehen? Er sieht... Er hat die Mine nicht gesehen. Er hat einfach die Mine nicht gesehen. Okay. Moin Fitness Source. Ich würd gern noch ein, zwei weitere Fights sehen, aber das... Also, ich weiß nicht, so vom Gefühl her könnte das schon irgendwie sein. Moin Chapter, was geht? Jetzt zündet wieder eine Mine. Eine Drohne. Ja, den hat er aber gut gesehen, muss ich sagen. Den Gunfight wird er verlieren. Oder? Ey, Digga, so fraud. Er hielt sich auch einfach nicht. Er hielt sich einfach nicht. Liebe dich. Das ist ja albern. Er hielt sich nicht, Chat. Er hielt sich nicht. Nein. Ich glaube, er wird verlieren. Ich glaube, er wirklich ist der schlechteste Hacker. Bro! Was sehe ich hier? Okay. Okay, für ihn ist es auf jeden Fall schon mal eine High-Kill-Round. Mein Thomas, was geht ab? It's bad, Lachgas. Also ich bin ein bisschen schockiert, muss ich auch sagen. Er nimmt sich die Platten einfach nicht. Jetzt. Hat wieder abgebrochen. Was macht er jetzt? Die Cheats hochfahren? Wie so ein DJ führt er gerade alles so nach oben, alle Regler nach oben. Das kannst du ja nicht angucken, was der hier macht. Und da ist natürlich halt auch ein bisschen das Problem, was ich immer wieder sage, weil viele Leute fragen immer wieder, warum man cheatet, aber das Problem dabei ist einfach, dass für so einen Cheater es immer noch einen extremen Nervenkitzel gibt, weil ihm der Sieg in der Runde nicht garantiert ist, weil er kann immer noch ein
Headshot-Snipe bekommen, in den Rücken geschossen werden und so weiter und so fort. In Warzone kann halt alles passieren. Und deswegen macht es ihm scheinbar immer noch sehr viel Spaß zu cheaten. So, wisst ihr, was ich meine? Zu der OTS habe ich schon ein Video gemacht, ja. Ja, der hat nicht eingestellt, dass sich alle Platten auf einmal gegeben werden, ne? Ich glaube, der hat gar nichts eingestellt. Ich weiß nicht, was er da jetzt macht. Er muss ja... Okay, ich weiß jetzt, was er da macht. Jetzt weiß ich, was er da macht. Ja, Ausrufezeichen Video, Gulasch. Sagt ihr, der gewinnt die Runde? Glaubt ihr, das ist die erste Runde mit Hack bei ihm? Ich bin mir nicht so ganz sicher irgendwie. Er hat noch nicht mal eine Maske, Digga. Seine Platten. Ja, nein, er gewinnt die Runde nicht. Ich sag, er gewinnt die Runde nicht. Guck dir mal an, wie er da steht. Was machst du? Neben dir! Links neben dir! Ihr seht's nicht! Vor dir! Rechts! Bro! Er hat ihn nicht gesehen. Ich war. Ihr habt's nicht gesehen, weil meine Facecam da drüber war. Aber der Gegner ist wirklich die ganze Zeit neben ihm gelaufen. Hä? Er hat sich die Platte noch nicht gegeben. Ja doch, er hat Safe Walls an. Du hast doch gerade eben gesehen, wie er mit der Drohne da durchgeflogen ist durch den Tunnel und dann direkt nach links geguckt hat. Und gerade eben, wie er mit der MP5 den eingeholt hat. Also er hat auf jeden Fall Walls an. Hundertprozentig. Aber ich glaube, dass er einfach grenzenlos überfordert ist. Ich glaube, bei ihm ist gerade eben so der Puls auf 500 gestiegen, als er losgeflogen ist. Was machst du, Bro? Was machst du? Was sehe ich hier gerade? Warum legt er seine Munition weg? Bro, ich krieg gleich wirklich einen Schlaganfall. Was macht dieser Spieler hier gerade? Er denkt auch, ohne Munition kann er schneller sprinten. Digga, wo bin ich hier gelandet, Digga? Wo bin ich hier gelandet? So, und jetzt? Was macht er jetzt? Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr denkt, dass er die Runde gewinnt. 2 in den Chat, wenn ihr denkt, dass er nicht gewinnt. Also ich glaube, er kann... Es gibt 2 Szenarien, wie er stirbt. Erstens halt so eine Helmbombe oder von hinten. Zweites Szenario ist, dass er wirklich einen Outgun kassiert, weil ich glaube, er ist so schlecht. Gegen einen guten Spieler würde der, glaube ich, sogar einen Outgun kassieren. Er ist hier bei Summit. Also ich glaube nicht, dass er es gewinnt, ehrlich gesagt. Wir müssen uns gleich auch nochmal kurz seine Stats am Ende angucken. Oder ein C4 oder so. Aber das ist ja komplett albern gerade, was ich mir hier angucke. Ups, die fangen schon. Das ist ja wirklich lustig. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Okay, einfach mal kurz umgedreht. Oh oh. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Swip mit Ar... Nächster Hacker. Nächster Hacker. Nächster Hacker. Nächster Hacker. Activision und Raven Software! Das kann nicht euer Ernst sein! Es ist wirklich... Es ist so sad, Digga. Es ist so sad. Einmal deine Lobbys, Phil. Einmal deine Lobbys. Digga, was sehen meine Ohren? Das kann ja nicht sein. Komm, tracken wir ihn mal ganz kurz. Das kann wirklich nicht wahr sein, Alter. Ich lebe in der Simulation. Ups, kurzer Lag. SVIP. Hashtag 339143. Keine fünf Ziele mehr. Packen wir es an. Der hat auch nur eine 5er KD die letzten 7 Tage. Jungs, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr mit einer fucking, mit einem fucking Hack einfach unter einer 10er KD bleibt. Sein Kill-Rekord war am 11. Juli mit 32 Kills in Squads. Er schafft nicht mal mehr als 25 Kills als Hacker. Okay, aber er spielt auch Armbrust. Was ist seine Zweitwaffe? Ah ja, Report nicht vergessen. Kuss. Ich muss auch beide gleich blockieren. Damit ich das nicht vergesse. Ich meine, hackt er nur mit einer Armbrust? Ja. Aber du musst natürlich auch überlegen, wo das herkommt, ne? Ja, Finale. Er macht nicht mal 20 Kills, Chat. Er macht nicht mal 20 Kills. Moin, alles zu cool für mich. Wir haben gerade Nervenzusammenbruch. Overall hat er ja eine 11er KD im Battle Royale, ja. Aber die letzten 7 Tage so, I don't know. Mit Tod Platz 3. Ja, gegen den hättest du eh keine Chance gehabt. Er hat wirklich alles an, was geht. Er hat alles an. 8 Bildschirme. 24 Controller. Der hat ein Unlock All. Ein Cheat. Was weiß ich. Alles. Der hat ja auch... Der hackt ja auch an sich so. Also der hat ja nicht nur... Hatte nicht Damaskus, sondern auch Aimbot und so weiter. In Gedenken an niemanden einfach. Ah, perfekt. War der vielleicht sogar unsichtbar? Er war unsichtbar, oder? Hatte er God-Mode? Glaubt ihr, er hatte God-Mode? Ich will mich nicht ermuten, ich hab Angst. Dodge. He left, he left. Okay, check mir nochmal kurz die Stats ab. Also overall, 11er KD, insgesamt 8 Wins. Und das sind seine letzten... Er ist einfach gerade eben Zweiter geworden, Chat. Er ist einfach gerade eben Zweiter geworden. Mit 12 Kills, zweimal. Siebter sogar. Also, vielleicht schaffen wir es ein bisschen nach unten zu scrollen und sehen, wann er angefangen hat zu hacken. Also das ist ja ein Armutszeugnis. Schaut euch das mal an. Der gewinnt nicht mal jede Runde. Immerhin hat er hier mal 40 Kills gedroppt. So, einmal noch draufdrücken. Ah, mir geht gar nicht. Alright, okay, er hackt schon die ganze Zeit. Ja,
Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst liebend gerne eine positive Bewertung da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Genau, liken und kommentieren nicht vergessen. Und wenn euch das gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Wir sind kurz vor den 1000 Abonnenten. Wäre sehr, sehr nice. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.